Mesut. Ah, du bist ja wegen dem Dreier, den Jan unbedingt wollte, wahrscheinlich. Das ist nicht. Schatz, geh mal in dein Zimmer, ich komme gleich. Ja, ciao, Schatz. Ciao, mein Baby. I gotta warn you, Max, don't have sex with your ex. It will make your life complex, my Max, baby, take it easy. Max, don't have sex with your ex. It will knock you off your legs, oh Max, play it cool and just relax. So. Oh, Jan, wie sieht's aus? Das ist für euch. Das ist so toll. Und danke, wie sieht's aus? Guck mal, ich setz mir die Perücke auch auf. Tust du uns das an? Leicht. So Glück wie du. Ja, vielleicht kriegst du ja noch irgendwann mal Frühstück. Kann man noch gleich. Nein. Ja, dann, Mann, für uns hat er sowas noch nie gemacht. Ja, echt. Ja, was ist passiert? Hallo, rede mit mir, was ist los? Lass mich in Ruhe. Herzlich willkommen zu Jan Bremers Dates, Kapitel 352. Herrlich. What the fuck? Was hast du gemacht? Ihr Frühstück gebracht. Hä? Aber, ja, okay. Was ist los? Hast du irgendwas gesagt? Ja, oder was gemacht? Komisch geguckt? Aber deswegen läuft man doch nicht heulend ins Bad. Mal im Ernst. Die heult ja voll. Ja, ich hab keine Ahnung. Also irgendwas muss ja passiert sein, ne? Ja, nichts. Was ist denn bei euch sonst noch so passiert? Ist da doch mal was gelaufen? Ja, genau. Hattet ihr was? Nein, die hat tief und fest geschlafen. Mhm. Und dann bin ich halt vorher aufgewacht in der Küche, wollt ihr Frühstück machen. Ja, dann kann es ja am Sex nicht gelegen haben, dass sie das irgendwie bereut oder so, ne? Nee, den hätte sie auch nicht bereut, weil das hat noch niemand bereut. Ach, noch niemand, ja. So, und ich dachte halt, man kann sich irgendwie auf so einer cool, hört doch jetzt mal auf mit dem Scheißfrühstück. Kennenlernen. So, gestern war sie halt auch ziemlich voll und ich auch. Und jetzt sind wir beide nüchtern, aber. Vielleicht finden wir noch raus, was ihr Problem ist. Merkwürdig. Echt komisch. Oh mein Gott. Was hast du getan? Aber ich weiß nicht. Ich hatte ernsthaft gar keine Ahnung, was ich bei Bea falsch gemacht hatte und warum sie heulend vor mir wegrannte. Ich fand sie wirklich süß und genau deswegen wollte ich auch herausfinden, was ich anscheinend falsch gemacht hatte. Falls du jetzt denkst, irgendwie, dass wir letzte Nacht Sex hatten, hatten wir nicht. So, du hast tief und fest geschlafen, ich habe mich an die Bettkante gelegt, wir haben uns nicht berührt, ist alles entspannt, ist alles gut. Ey, was soll ich denn noch machen? Ja, weiß ich nicht. Das einfach weiter. Okay, falls es dir unangenehm ist, dass du gekotzt hast, das ist auch gar nicht schlimm. Das passiert uns allen mal und die Toilette ist auch nicht sauer. Ich würde einfach nur gerne wissen, was ich falsch gemacht habe, weil so langsam check ich hier nichts mehr. Also wir sind auch noch hier. Ja, es ist alles gut, du kannst gern rauskommen. Ich bin nicht, du bist nicht alleine mit mir oder so, es passiert dir auch nichts. Barbie ist da. Ja. Du hast gar nichts falsch gemacht. Du hast eigentlich gar nichts falsch gemacht. Ich dafür umso mehr. Ich habe doch einen Freund, den ich über alles liebe. Und das mit uns, der Flirt gestern, das hätte alles gar nicht passieren dürfen. Okay. Scheiße. Nee, alles gut. Stopp mal. Du hast einen Freund. Ja. Okay, dann. Also ich will jetzt nicht irgendwie Salz in eine Wunde streuen. Du hast gestern jetzt nicht den Anschein gemacht, als wärst du in einer Beziehung. Und wir hatten zwar keinen Sex miteinander, aber du weißt, dass wir uns geküsst haben? Ach, Mann, fuck! Scheiße! Wer kommt zurück? Sorry. Alles gut. Mann, Scheiße! Das ist alles nur passiert, weil wir uns... Danke. Weil wir uns gestern so gestritten haben, mir war alles egal. Ich habe gedacht, es wäre sowieso Schluss, aus und vorbei. Und dann habe ich mir die Kante gegeben und... Oh, Scheiße, es tut mir so leid. Wenn Domme das rauskriegt. Beruhig dich, er wird sich rauskriegen. Überleg mal, guck mal, es ist nur ein Kuss gewesen. Oh Gott, Kacke. Es ist nur ein Kuss und es gehört zum Karneval praktisch dazu. Und er muss es doch überhaupt gar nicht wissen, oder? Genau, du kannst sagen, du hast bei einer Freundin geschlafen oder so. Ja, gute Idee. Ja. Pass auf, okay? Hast du ja auch quasi. Hey, entspann dich jetzt mal. Es ist alles in Ordnung. Es ist nichts passiert. Wir vergessen den gestrigen Tag einfach. Du hast gefeiert mit uns und hast bei Barbie gepennt und fertig.
Ja? Wenn er das rauskriegt. Er kriegt es nicht. Wird er nicht. Wir sagen, dann macht er Schluss. Dann macht er auf jeden Fall Schluss. Er bekommt es nicht. Okay? Komm, setz dich erstmal Frühstück eine Runde. Frühstücke erstmal. Komm. Dann kommen wir alle. Schaut sie alles. Nimm erstmal wirklich. Ja. Nimm dir was. Oh mein Gott. Und wie komme ich denn in die Klamotten hier rein? Sag mal, hast du mich irgendwie gesehen oder habe ich mich umgezogen? Was ist ganz denn passiert? Ich habe dir die Klamotten in das Zimmer gelegt. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, weil du sehr betrunken warst. Du hast es selber geschafft, in die Klamotten zu steigen. Ich habe dich nicht nackt gesehen oder irgendwie sowas. Okay? Ich muss erstmal aus den Klamotten raus. Ja, Leute, wirklich. Ja. Danke erstmal, weil ich muss mich mal eben umziehen. Wo sind meine Sachen? In meinem Zimmer. Danke. Oh Gott, Alter. Ich kann sowas nicht mehr, wirklich. Ich bin zu alt für den Scheiß, ey. Kannst du mir? Ja, ich stehe. Endlich ist er wieder vom Ende. Ja. Ja. Ja, also erstmal danke euch auch für das Frühstück und mir geht's auch schon viel besser. Schön. Barbie und Michelle, erstmal danke, dass ihr mich ein bisschen ermutigt habt, dass ich nochmal mit Dominik. Gerne. Ja? Ja. Dass wir das irgendwie hinkriegen. Okay. Ich bin jetzt guter Dinge. Ach, schön. Ja, danke dir auch. Komm her. Alles für Dominik. Gerne. Danke. Ich mach schon. Ja. Erwartet jemand? Guten Tag. Ich bin richtig, definitiv. Ich hab im ganzen Haus hier rumgeklingelt. Ich suche einen wertigen Mann. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt stehst du vor mir. Und was kann ich für dich tun? Ich suche die Bea. Bea? Du weißt, wen ich meine, oder? Sehe ich an deinem Gesichtsausdruck. Wo ist die Bea? Da ist Bea. Was machst du hier? Was tust du hier? Schatz. Was machst du hier? Schatz, jetzt sei nicht sauer. Ja, was soll ich denn sonst sein? Was machst du überhaupt hier? Hör mal, wir haben vor Jahren eine Tracking-App installiert. Kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern? Ja. Weil du nämlich mal nach einer Feier besoffen warst und im Park gepennt hast. Ja, jetzt blamier mich doch hier nicht. Puh, das ist mir gerade so egal. Das geht um den Kollegen hier. Was? Um den geht das hier. Wieso denn um mich? Hey, ich habe einen Anruf bekommen. Schatz, beruhig dich. Okay, ganz entspannt. Ja, tief durchatmen. Ich habe vom Knüller einen Anruf bekommen. Dass du mit ihr nämlich gesehen worden bist. Eng umschlungen. Ja, wir waren doch nur Party machen. Karneval. Ich war unterwegs mit meinen Freundinnen. Ich hab einen über den Durst getrunken. Das war das Problem. Und mit dem dann, ne? Nee, mit ihr auch. Barbie und Michelle waren dabei. Ja. Und ja, ich konnte dann hier halt übernachten. Ah. Und er hat mich gestützt. Ja, gestützt, verstehe ich. Ja, er hat mich gestützt. Wenn du jetzt so Blödsinn Schatz, denkst, dann bist du es war wirklich krass auf dem Holzweg. Ja. Ja, was soll ich denn denken, Onkel? Was soll ich denn hier denken? Ja, Kollege, ich komme hier rein. Nicht auf sowas. Ich bin schwul. Ja. Ach, komm. Ich hätte Bock auf dich, aber nicht auf sie. Ey, laber mich mit zum Schwul. Ja, Jan ist schwul, genau. Ja. Und ich bin Barbie, die Tätowiererin. Ja. Also, sie hat mir das Arschgeweih gestochen. Das ist meine Freundin. Genau. Ja, alles gut, aber das hier kann mir jetzt gar nicht glauben. Hey, Messi, hey! Ach, stimmt. Schatz, es war wirklich nichts. Schatz. Da ist er ja, sein Freund. Oh Mann, ich hab dich vermisst. Hi. Schön, dass du ja, da bist. Ja, ich schau, mein Schatz. Ja. Siehst du? Ach, hi. Messu. Ach, du bist der wegen dem Dreier, den Jan unbedingt wollte, wahrscheinlich. Das ist nicht. Schatz, geh mal in dein Zimmer, ich komme gleich. Ja. Ciao, Schatz. Ciao, mein Baby. So. Noch Fragen? Oder willst du doch derjenige sein? Nee, also. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos gerade. Ja. Scheiße. Ja, wäre ich jetzt auch, aber... Ich wollte mich eigentlich entschuldigen, wir haben gestern Zopf gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesehen, die Gorkoff nicht nach Hause gekommen. Ja. Und jetzt, ey, scheiße. Aber es ist alles gut, Schatz. Ja. Ey, ich bin da tief entspannt, glaub mir. Ja, ey, ich habe auch noch entspannt. Ganz viel zu tun jetzt. Ja. Aber du bist ja die Tätowiererin. Ja. Hast du was Zeit? Wofür? Das war eine scheiße Situation gerade. Tattoo, was besprechen oder was? Ventilin oder so. Unbedingt jetzt, Schatz. Komm, wir haben einmal die Chance. Ja. Es ist eh alles peinlich gerade. Gut, setzt euch das uns einfach hin. Marvin, das ist echt super nett von dir. Das ist eine scheiße Emotion, ne? Setz euch hin. Komm, alles easy. Okay. Ja, machen wir jetzt das Beste draus. Ne? Kennt ihr diese Fieberträume, so kurios und unangenehm? Genau so kam ich mir in der Situation vor. Wenn man das jemandem erzählt, glaubt man das doch kein Mensch. Oh,
noch nicht so das, was ich meine. Michael, was meinst irgendwas, du? Was so für keine uns Ahnung, ist. Also. So ein Partnerschaft. Ja, warum nicht? Guck mal, das ist doch geil. Du, hast du jetzt nicht den Schlüssel? Willst du das wirklich? Ja, ey, das ist wirklich groß, aber einfach ja, ist das, ja, mein Baby. Ja. Ja, ja. Hey, was ist denn mit euch mit Partnerschaftstattoo? Was? Partnerschaft? Nein. Ich hab tierisch Angst vor Nadeln und er möchte das nicht. Er mag, er hat nur Nippel. Nee, ich hab Angst vor Nadeln. Ach so, als Nadeln. Ich werd was finden. Barbie. Ja, 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 okay. Hey, hey, komm, alles klar. Mit der Tür. Lass doch mal feiern. Nee, ich mag keine Musik. Ich meine Ohren. Und ich bin immer eifersüchtig, wenn er rausgeht. Er ist so eifersüchtig. Die Silent-Party ist mit Kopfhörer. Nein, das ist alles. Nicht so umarmen, das mag ich. Sorry nochmal, ne? Ja, klar. Ja, klar. Bis dann. Jo, ciao. Oh mein Gott, wie lustig. Danke. Meine Psyche macht da nicht mehr mit. Mensch, ist doch super. Ich habe dafür gesorgt, dass die Frau, die ich eigentlich daten wollte, sich mit ihrem Freund wieder versöhnt hatte. Also mein Karma-Konto ist mal richtig aufgefüllt. Wäre halt auch noch mal cool, wenn ich diese Punkte da auf dem Konto mal einlösen könnte und mein Karma mir auch eine Traumfrau beschert. Na, überlegst du jetzt doch mit Messer und Partner-Tattoo zu stechen? Ja, unbedingt an Hals. Echt? Nein, natürlich nicht. Oh, schade. Mann, Barbie, ich habe einfach jetzt an gestern und heute und auch die Hochzeit am Wochenende gemerkt, dass ich Bock auf eine Beziehung habe, auf eine schöne Beziehung, eine Frau an meiner Seite und glücklich werde. Ja, okay, weil du jetzt gesehen hast, wie toll so eine Beziehung laufen kann? Weiß ich nicht. Klar war das jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber die waren schon süß zusammen. Ja, sie hat die ganze Zeit zugeguckt, wie ihr Typ die ganze Zeit belogen wird und so weiter und so fort. War jetzt nicht so mein Film, ehrlich gesagt. Naja. Übrigens, der Typ, der Domme, hat mich angerufen und hat nach einem Tattoo-Termin gefragt. Die wollen sich ein Partner-Tattoo stechen lassen. absoluter Witz, oder? Ja, ich habe natürlich gesagt, ich habe die nächsten 3 Monate keine Zeit, weil ich der Meinung bin, die Beziehung hält nicht mehr so lange. Und ich dachte mir, lieber bewahre ich die vor einem Fehler. Als den Stempel zu verpassen. Bei den beiden ist es schon extrem, aber trotzdem ist dieses Verlangen, dieser Wunsch da. Oh, das verstehe einfach ich auch. So. Liegt vielleicht auch einfach am Wetter, es ist kalt, man möchte hier auf dem Sofa. Ein bisschen kuschelig. Ja, ich verstehe das doch. Irgendwann bekommst du das, was du verdienst. Das Leben wird dich belohnen. Von einer ganz tollen Frau. Ja. Wollen wir es hoffen. Okay, es kann ja sein, dass Barbie recht hat und die beiden alles andere als ein Traumpaar waren. Aber was ist denn schon ein Traumpaar? Jede Beziehung birgt doch gewisse Probleme. Und es ist ja auch irgendwie das, dass man sich aufeinander einlässt und dass man die Macken des anderen irgendwie auffängt und sich dadurch ergänzt. Und das will ich einfach auch mal wieder haben. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Ich will auch einfach glücklich sein und vielleicht auch einen Partner haben, der nicht perfekt ist, aber einfach zu mir passt. Du hast was vergessen. Was ist das, ja? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hey, Baby. Ich musste gerade an dich denken. Ich wollte alle seine Affären auffliegen lassen. Ich möchte euch gerne die Wahrheit sagen über Daniel Bender. Den Foodtruck, der wird verkauft. Ich würde euch am liebsten zum Teufel schicken, Mann. Ich hasse euch. Ja. Ihr macht doch mein Leben kaputt. Nicht der Trap, ihr macht mir den Schreck. Kein anderer will euch. Du hast mir gestern angeboten, mir bei der Ausbildungssuche zu helfen. Mein Kumpel von mir hat einen Boxclub aufgemacht und der sucht garantiert noch Leute. Und eure Putzfrau, soll ich beweisen, dass ich bin aufräumen kann? Als Nick angefangen hat zu reden, ey sorry, ich dachte, ich kotze im Strahl.